Wie erholsam Camping sein kann, beweist Triolago-Dauergast Detlef heute eher nicht. Denn auch der Meister im Delegieren hat eine Gebieterin. Detlef, die Bank unten muss endlich fertig werden. Die Bank und der Tisch, das sieht so böse aus. Ja, aber das ist eine Aktion, da brauchen wir schon eine Zeit lang für. Wir haben doch Zeit. Na dann, warum es auf die lange Bank schieben? Heute will ich mich erholen. Tina will mich drängeln, dass wir was machen. Ja. Aber nur eine Bank heute. Eine Bank, okay. Eine Bank schleifen. Ja. Wobei ich mache aber mit der Maschine und du machst bitte mit der Hand die krummen Stellen, die unrunden. Ja. Okay, gut, dann lass uns das dann mal angehen. Aber erstmal muss ich was zu trinken holen, das ist jetzt gleich leer. Okay. Wir sind zum Dauercamping gekommen, weil wir den Wohnwagen seiner Eltern gekauft haben. Sie waren zu alt, haben sich das nicht mehr zugetraut. Und wir wollten einfach probieren, wie es ist. Und sind dabei geblieben. Und das wirklich mit Leib und Seele. Nur überlässt der Leib gerne seiner guten Seele die nervige Arbeit. Probier mal. Okay, prima. Ich probiere. Ja, doch, geht gut. Ja? Passt, ja. Also 120 ist gut für den Zweck. Na, das ist okay. Nicht so grob, bricht man ordentlich was ab, aber trotzdem prima. Es gibt nichts Besseres als das perfekte Schleifpapier. So kann der kernige Körnungskenner arbeiten. Für fast eine Minute. Die Fläche ist recht klein. Ja, so brauche ich relativ lang. Hast du keine größere? Ich habe noch irgendwo so ein Exzenterschleifer. Der dreht schneller, der ist nicht so laut. Rainer hat den. Tina, mach du mal weiter, ich gehe mal am Rainer gucken. Aber wiederkommen nicht vergessen. Ja, ja. Ich sehe auch viele Möglichkeiten für Interessanteres zu machen, als die ganze Arbeit zu bewältigen. Gehört aber dazu. Na klar. Machen wir. Detlef, wieder da. Hast du Rainer gefragt? Rainer kommt mit Maschine. Ah, okay. Und das Beste ist, er bringt auch noch seine zwei Hände mit. Aber ich kann damit nicht umgehen. Kannst du das? Gucken wir mal. Hast du ein bisschen Zeit? Bisschen, ja. Oh, da kann ich mich mal hinsetzen. Ich kümmere mich auch darum, dass du nicht verdurstest. Ich hab dir schon ein Bier mit runtergebracht. Rainer, also wie immer, ne? So. Kennen wir ja schon, ne? Firma greifbar. Ja, also Detlef wäre es am liebsten, wenn es jemand anders macht. Aber das funktioniert ja nicht, weil alleine geht nicht. Also machen wir es gemeinsam und ja. Und ja, wie in diesem Fall geht's meistens irgendwie glatt. Wenn wir jetzt noch so eine Maschine hätten und noch so eine wie der Rainer. Mach doch mal einen Howie. Ja, ja. Du telefonieren kannst du, gell? Howie, hast du eventuell einen Exzenterschleifer? Zufällig besitzt Howie ein eben solches Gerät und ist schon auf dem Weg. Mann, klasse. Das läuft ja heute wieder wie am Schnürchen, Tina, ne? Ja. Gell? Ja, so macht das Arbeiten richtig Spaß. Das war eine gute Idee von dir heute zu machen. Moin! Aha, Hilfe in letzter Not. Rettung naht, Rainer. Ja, hier staubt, Howie. Hier wird geschafft. Guck mal da. Detlef war eine sehr große Hilfe. Er hat Rainer gerufen, er hat Howie gerufen und dann sind wir auch so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Was Arbeitsvermeidung angeht, ist Detlef eine sichere Bank. Am liebsten steht er da, wo er keinen stört. Wir sind immer da, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird. Solche Freunde wie uns, dünn gesät. Ja, die kann man suchen. Welche. Viel Erfolg. Sieht gut aus. Ich habe jetzt nur ein Problem. Die Sonne steht schon da. Das heißt, wenn wir jetzt die noch streichen würden, könnten wir heute Abend nicht gemütlich hier schön sitzen und einen trinken. Weil der Lack muss ja trocknen. Wir machen jetzt Feierabend und trinken gemütlich hier Bier, holen den Tisch wieder in die Mitte, die Bank rücken wir ran und setzen uns dahin. Okay. Und heute Abend ist jetzt Feierabend. Genau. Einverstanden? Natürlich. Einverstanden? Keine schlechte Idee. Einverstanden? Ja. Ich danke euch, Jungs und Mädels. Also ich bin sehr froh, dass Howie und Rainer jederzeit zur Verfügung stehen. Wenn ich hier ein Problem habe, dann sind die meistens gerne und schnell für mich da. Ja. Aufs weitere Gelingen. Jungs. Sehr zum Wohl. Macht euch mal Spaß. Wirklich nett vom Chef, dass die Jungs erst morgen lackieren müssen.